Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Stream an diesem wunderbaren Freitagnachmittag. Ja, heute ist ein bisschen was los und ich habe vorher mal den Fluffy Armchair Admiral zuguckt, wer da am Fortnite-Leiter spielen ist. Und er macht es halt mit Defekten und war vorher ganz spannend. Er ist nach wie vor am Stream und hat dann zweimal eine Weichenstörung gehabt. Der wird noch ein paar Verspätungen verursachen. Und ich dachte, das ist jetzt der ideale Zeitpunkt, dass wir ein bisschen Multiplayer spielen. Und zwar würde ich sagen mit der SM42 ein bisschen Dieselbummler und drücken ein bisschen mehr Stress rein, inklusive ein Manöver, wenn es denn geht. Das ist soweit heute immer der Plan. Und wenn wir dann eine Runde gefahren sind, vielleicht machen wir auch zwei Touren, mal gucken, wie wir drauf sind, würde ich mich dann eventuell noch mal ins Stellwerk reinstellen. Aber nach gestern bin ich mal überlegen, ob das so eine gute Idee ist, ein Stellwerk zu streamen, weil das unglaublich stressig ist. Und ich bin, wie ihr wisst, unglaublich gut, wenn es darum geht, Multitasking zu machen. So, ich muss mal ganz kurz noch ein paar Sachen starten. Dann geht es auch gleich schon los. Und ich perfekte Vorbereitung. So. Ja, dann gehen wir mal rein. Multiplayer Driver Mode. Und ich habe hier schon meine SM42. Baumax 70. Ich frage mich gerade, ob man nicht komplett doppelstockig fahren. Wir haben jetzt momentan nur zwei. Jetzt sagen wir, machen da vier draus. Geh mal weg. Geht das? Nee, geht nicht. Muss es nochmal händisch machen. Also, Doppelstock. Wo bist du? Wir könnten auch... Was, wir machen das so. Nochmal von jedem einen hier. 2, 3. Ja. Und noch ein. Ich würde sagen, den hier. So, mit 5 Wagen unterwegs. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, was die Länge ist, aber das können wir dann in-game angucken. Achso, warte mal, doch steht er hier. 149 Meter. Stimmt aber hier die Beschreibung nicht mehr. Aber wir sind dafür ein bisschen leichter. 286 Tonnen. Ich kann das gerade mal in meinen Notizzettel reinschreiben. 143, 149, 286 Tonnen. Cool. Schaut doch gut aus. Ich würde sagen, gehen wir mal ganz kurz hier Fullscreen ins Spiel rein. Ich gleich jeden Moment so weit. Ja, ist wunderbar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Wagen. Confirm. Das ist nur die goldene Frage. Wo starten wir? Idealerweise geben wir gerade mal jemanden. Was ist das für ein Name? Polske Mastinista 59. Ist das wirklich dein erster Account oder machst du da gerade wieder was? Rushko TV, das sieht nach YouTuber aus. Binik at Sergius Z451. Habe ich denn einen von meinen Leuten irgendwo? Mal schauen. Dann können wir gerade mal überraschen. Und dann kann er gerade mal Hallo zu YouTube sagen und Twitch. Aber es sieht nicht so aus. Also er ist momentan dicht. Das probieren wir erst gar nicht. Keiner von meinen Leuten da. Da will ich auch lieber den Schatten. Experience 20. Holy shit. Sollen wir wirklich Headmanies machen? Oder gehen wir Klinik? Gehen wir mal Klinik. Und eventuell kriegen wir ein paar Dieselstrecken. Das wäre natürlich der Wahnsinn. Und da wären wir auch da. Ganz neu. Super. Dann kommen wir mal hin.
Text kopiert. War es aber schon ein bisschen arschig, dass ich jetzt gerade mit über von dem machen will. Jam. So, kann man hier schon mal alles vorbereiten. Eigentlich die zwei sind es, wir nach vorne. Warte mal. Bin ich? Spiel. Grill. Yes, ich war richtig. Gut. Aber es geht mitten im Weg nur, ne? Hoffentlich geht er jetzt nicht einfach. Und ich habe jetzt herausgefunden, warum die zwei hier rot sind. Das sind einfach die Manöversignale. Also vorne rechts weiß, hinten. Hinten rechts weiß. So, Entschuldigung. Guck mal, ein bisschen mitdenken, ne? Elo der TF, ja, moinsen! Jo, dachte mal, mit dem Diesel ist mal gar nicht so schlecht und die Fahrdienstleiter freuen sich auch, wenn da mal Diesel unterwegs ist, vor allem die, was dann auf Strecken gerade unterwegs sind, wo halt keine Oberleitung ist. Muss nur noch der Fahrplan passen, dass wir da ein paar Dieselstrecken kriegen. Aber könnte heute ein Chaos werden. Meine Station, die hat momentan echt Probleme. Wird spannend. How long? Oh my, between 1 hour and 2 hours. Bin ja am Stream, da haben wir Zeit. Ich habe das Gefühl, dass die Bremse bei der Diesel-Lok viel schneller nachfüllt. Ja, das ist tatsächlich so. Schauen wir mal. Zweite Klasse. Bei der zweite. Wird eigentlich alles unterschiedliche sein. Zwei. Ist der Fahrplan gut? Schauen wir mal. Klinik, Glasco, Staatsko, gut, sie haben jetzt probiert. Probier, Piers. 17.02 Uhr. Ah, was soll's, machen wir den nochmal. Oh, okay. Ein Manöver. Was soll's. Naja, wenn er dann anfängt, würde er mir jetzt nicht überfordern mit SPR. Aber er sollte sich das schon genau angucken. Und doch mal recht einfach hier vom Zug her. 54 Abfahrt. Der Zaboro am Stellwerk kommen wir vorbei und dann lässt es erste Halt. Ein bisschen länger hier. Da können wir ein bisschen länger fahren. Halt, 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 halt. Gut geht halt. Für die Karre von der S47 mal angeschaut, das ist von der Leistung her zwischen V90 und V60. Ah, das glaube ich jetzt. Das kommt gut hin. Ich freue mich ja schon so, wenn dann Simrail rauskommt, der, wenn man so möchte, inoffizielle, ja, Nachfolger ist das falsche Wort, das ist ein komplett anderes Team, aber geht in die ähnliche Richtung wie Train Driver 2, hat dann eine schönere Grafik und spielt sich dann gleich, aber da hast du dann wesentlich moderneres Rollmaterial mit dabei. Simrail wird spaßig werden. Einzige, was mir noch nicht so ganz gefällt, das ist das Relaisstellwerk, was ich schon gezeigt haben. Da gibt es wohl keine externe Schnittstelle, so wie in Train Driver 2, dass du da dein Fenster hin und her schieben kannst. Und du musst es halt wirklich im Spiel halt die ganze Knöpfe drücken. Und dann frage ich mich, wie dann noch die Kommunikation ist. Aber bei, na, das hat er eben DevStream erzählt. Also Kommunikation ist ja dann über Chat. Ah, nicht Chat. Also klar, Chat natürlich auch, aber halt auch wieder eben über Voice. Wo dann auch Frequenzen noch ein Thema sind. Ich bin gespannt. Sie versprechen sehr viel. Aber ja, da wird dann halt Train Sim World und TS Classic dann recht langweilig, wenn man halt ein bisschen auf Realismus geht. I'm waiting for Glasco. Warte mal. Glasco. War das nicht da, wo der Fluffy Amtschef ist? Muss ich mal ganz kurz gucken. Trainer Ries.
Der ist in Kretzmise, oder wie man das ausspricht. Aber doch on time. Das war natürlich eine Freude. Ja, pünktlich um 17:02 ankommen. Ob ich auch darüber bin, wenn ein echter Eltern dabei ist, der das mit dem Bus sitzen da nicht bekommt. Das Spiel ist extrem laut. Oh, das kann man ändern. Ich mach mal noch ein bisschen runter. Ist jetzt so ein bisschen besser. Only Green Lights. Wunderbar. Aber die Abfahrt ist in einer Minute. Thank you very much. Ja, machen wir mal kurz Pfiff. Und tschüss. Also, Richtungswende reintun wäre natürlich noch eine Idee. Fährt sich dann viel besser. Bisschen zu früh. Naja. Aber bitte gebt mir nochmal Feedback, ob das jetzt besser ist mit der Spiellautstärke. Sonst drehe ich es noch ein bisschen weiter runter. Ja, ich glaube, die ist dieselelektrisch. Ich würde mal jetzt aber die Hardliterfans ins Feuer legen. Das habe ich mich zu wenig mit der S42 aneinander gesetzt. Aber ich meinte, in Wikipedia da mal irgendwas drüber gelesen zu haben. Rein so für den Fahrkomfort, glaube ich, werde ich mal in der Kamera hier bleiben. Jetzt sehen wir hier mal ein bisschen mehr. Und Lelo, bist du selber auch unterwegs in TD2? Szenerie daher. Ja, also ich meine, der Sekt gerade jetzt gerade, aber so generell. Wie lange bist du schon mit dabei? Ich wünschte, ich könnte hier den Raildriver irgendwie anschließen. Wäre mit der Bremssteuerung so viel einfacher. Ein Etiana 40. Ja, nee, ich meinte jetzt mehr, seit wann du schon Traindriver 2 spielst. Oh komm, nicht schneller. Jetzt hab ich wieder hinterm Zeitplan. Seit über ein Jahr. Oh, nicht schlecht. Ja, dann bin ich da gesehen ein bisschen ein Anfänger. Du machst das seit ein paar Wochen. Aber Lokfahren tue ich schon länger. Uhr halt. Hier, du schaffst es. Upsi Ups PL. Keine Ahnung. Schmack.
mag es geben. Ja, ja gut, dann hast du schon entsprechend Erfahrung. Spielst du neben TD2 sonst noch so? Vielen lieben Dank. Freut mich, dass du mit dabei bist. Was haben wir denn hier? Ist das hier mal 2,30 war? Glaube ich auf die Hauptstrecke dann wieder drauf, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja, ich meinte das, da vorne ist sie. Stellwerk soll man am Punkt 16 Uhr vorbeirauschen. Schweren Zug, ja, das habe ich einmal gemacht. Das hat nicht ganz so gut geklappt. Immer mit der U08. Beziehungsweise, ich bin mir gar nicht sicher, wie heißt die Variante mit den 2 Loks? Oder 09? Das ist sicher. Jedenfalls komme ich mit der noch nicht so ganz so klar. Vor allem, wenn es dann um die Störungen geht. Sind wir ja soweit im Zeitplan. Sechs Minuten noch. Aber ich habe bis jetzt noch nie eine Zwangsweise gekriegt mit dem BSD oder ABS. Bin stolz auf mich. Gott sei Dank hat sie nicht wirklich eine Chase-Cam. Das war nämlich genauso mein Kandidat wie im Chainsaw World, dass man da eine Zwangsweise noch rein hat. Aus, als wenn man die Ausfahrt zumacht. Finde ich aber gut. Was, wo ich mich erschrocken hatte, war, als ich fast jemanden hinten drauf gekracht war. Wie hast du das denn geschafft? Also was mir jetzt gerade vor ein paar Tagen passiert ist, da bin ich als FDL unterwegs gewesen und da habe ich jemanden falsch rausgeschickt. So, und der spawnte ja dann wieder bei dir. Und ich habe nochmal noch einen zweiten Zug. Und derjenige, den ich falsch rausgeschickt habe, der ist dann direkt vor dem anderen Zug gespawnt und haben dann eine Heads-on Collision gehabt. Puh, das war Stress. Damit habe ich so überhaupt nicht gerechnet, dass er dann einfach vor dem anderen Zug wieder voll reinklatscht. Das war dezent fies.
Was war der FDL einen anderen Zug rangieren lassen hat, nicht vergessen, dass ich noch unterwegs war. Oh, was Mechanisches. SCS und so weiter hätte ich ja sehen müssen. Wobei, nicht unbedingt. Kommt darauf an, auf welchem Gleis du warst. Ja, klar. Aber in meinem Falle ist es so gewesen, dass es vielleicht 50, 100 Meter von dem anderen Zug war. Und er hat dann auch Radio-Stop gemacht, aber für das war es zu spät. Konnten beide nicht mehr bremsen. Es sah doch witzig aus. Ein Bild davon gibt es bei mir im Discord-Server. So richtig ineinander verschmolzen gewesen. Ein bisschen bergauf hier. So, geplante Abfahrt 16:09. Locker flockig hin. Oder ne? Da wären wir. Das ist ja schon unser Fahrdienst leider. Oh, und ein anderer Kollege. Der ist solo unterwegs. Sieht zumindest so aus. Hier fand es auch mal einer, auch hat überblickt, die Ausfahrt viel zurück und ich war auch gerade nur beim Anfahren. Oh ja. Das ist knapp. Also wenn das mal eine Schweizer Präzision ist. Wahnsinn. Hoffentlich bleibt so. Wunderbar. Am Anfang, also am Anfang in dem habe ich auch den Zug durchgerissen. Au. Wie viel Weiche hast du schon aufgeschnitten? Das ist bis jetzt nur einmal passiert. Aber das war nicht mein Fehler, die Fahrstraße war da. Er hat gemeint, es war ein Sync-Fehler. Aber hat mir da geschrieben, er hat mir eine Weiche aufgerissen. Weichstück. Also eine gute Quote für 3 Jahre. Oder ein Jahr, zumindest ein TD2. So, mal ganz kurz einen Screenshot machen. Hätten wir das auch gemacht.
Das FDL hat mir schriftlich gesagt, Fahrstrecke steht. Vor allem bei den Halt. Ja, wenn es danach nicht passt, dann kannst du es dokumentieren, dass er dich losgeschickt hat. Ey, sag's, gestern war es so schlimm. Da habe ich FDL gemacht und dann gingen die Connections nicht. Beziehungsweise die anderen haben wohl irgendwie die Connection gemacht und bei mir ist es aber nie auftaucht. Und dann haben sie einfach mal die Züge auf S1 losgeschickt. Bis sie dann alle hinter dem einfach mal so bei mir auftaucht sind. Das war super. Einmal passt nicht. Ja, das ist dann schon dezent fail. So, lieber FDL, wie sieht's aus? Krieg ich mein grünes Licht. Hier pünktlich um 9 nach wegfahren. Eine Weiche habe ich aufgefahren, weil ich mich verschätzt hatte beim Bremsen. Ja. Alles sind Kleinigkeiten. Ist ja noch viel Schlimmeres, was passieren kann. Boah. Nix grün. Meine Damen und Herren. Unser Regio 78464 nach Püssüne hat leider jetzt schon die Verspätung. Schande, Schande, Schande. Drück den Pieper. Was war das? ZDB1, oder? Ah, da ist es ja. So. Abfahrt. Muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich ZDW 1 immer noch da. Ich denke, das ist F5. Okay. Ah, eigentlich plus weniger. Ist eine Verspätung wegen dir. Ah ja, gehen wir mal Dame nach oben. Wollen wir aber nicht so sein. Also, 18 nach. Jetzt ist es aber auch hoch. 13 nach jetzt für uns. Oh, was zum Teufel? Was ist denn jetzt los? Ich hab keine FDL mehr. Panik! was disconnected due to dispatching locking signal KW1 LPD? Was? Mensch! Jetzt habe ich erst im Stream angefangen und dann fängt hier schon Chaos an. Ich würde noch ein bisschen länger streamen, bevor der Chaos kommt. Ach Mann. Ist das gleiche? Ja. Okay, alles wieder gut. Nee, ist nicht gut. Oh, scheiße. Und darf ich dann gerade wieder anhalten?
Ja, das war jetzt gerade ein bisschen zu spät. Ah, jetzt ist er schon wieder weg. sitzt er vielleicht in Deutschland und genießt gerade deutsches Internet? Warte ich einen Moment. Er ist wieder kommt. Tschüss, Fahrplan. Ach ja, machen wir mal. Ist drin. So, tschüss, Kowski. Immer mit Profis arbeiten. Ist das so oder komme ich jetzt in diese komische Pause-Event da rein, wo ich dann fragen muss? Ich hab so nicht so ganz geschnallt, wann du da in diese Nirvana-Event da reinkommst und wann du in die nächste Szenerie kommst. Die geplant wäre. Wenn du mich da irgendwie erleuchten kannst, sage ich nicht nein. Habe ich das total übersehen. Mein Fehler. Wenn es jetzt nach dem deutschen Ding wäre, das ist zu spät. Dann müsste ich ja davor anhalten, ne? Wie ist das in Polen? Reiner Achtungspfiff oder auch davor anhalten, wenn er offen ist? Also ja, Achtungspfiff oder ja, anhalten davor? Davor anhalten, okay. Davon schon der nächste. Ist das jetzt extra oder tut er damit Dispatcher die Lead zu machen?
technisch sicheren vorhandenen CP1 geben und dann langsam bis zum Ende dann Vollgas. Okay. Was ist er denn? Oh, ein bisschen mehr Weitsicht wäre schön. Mal da vorne wird er sein. Ja, ich glaube, ich sehe ihn. Aber ich werde schön langsam drüber düsen. Gut, weg hier. Das wäre jetzt noch was, wenn hier die Fahrzeuge sich bewegen. Das am theoretischen Crash geben könnte, wenn das hier offen ist. So, 20 nach. Seit 2 Minuten sollten wir schon woanders sein. Kann ich das überhaupt? Also wenn ich stehen bleibe, dass ich dort die Schranken runter mache? Ich glaube, beim nächsten probiere ich das mal, wenn es Schranken hat. Oi, Dominik! Und wieder offen. ZDW3 war eine doofe Idee. Ah, da vorne müsste sein. Vom Bahnsteig oder nach dem Bahnsteig? Vom Bahnsteig, oder? Ach, Moment mal, das ist der Übergang hier. Ja, mal schauen, ob ich hier die Schranken runterkriege. Bitte einmal anhalten. Den Fahrplan. Moin.
Kann ich jetzt da was machen? Oh, Tatsache, ich kann es zumachen. Ach, das muss ich auf beiden Seiten machen. Cool. Dann hätte man das mal noch Vorschrift gemacht. Und welche Station haben wir hier? Ups, irgendwas. Oh, das heißt ja im Umkehrschluss. Ich darf den ja wieder aufmachen. Jetzt wieder aufspringen. Ist wie nicht. Okay, also rein für den Fahrplan. Wir fahren jetzt mal hier weiter. Gehe ich noch drauf? Bin mir sicher, ob das da die Schranke ist. Oh shit. Stratzko. Das wäre jeden Person halt gewesen. Das wäre der da gewesen. Okay. Termin. 27. Oh, schlimm, schlimm, schlimm. Kann, wo man schon gewesen ist. Und Dominik, bist du selber auch fahrtechnisch unterwegs oder im Stellwerk? Erstmal Pause. Auch eine schlechte Idee. Wie wird das, wenn du mit 4000 Tonnen unterwegs bist, dann siehst du die Überwachung. Ja, das, das ist schon ein bisschen doof. Mit 4000 Tonnen kannst du einfach eh voll in die Eisen gehen, oder? Da lass ich ihn verpfeifen drüber. Aber mich anhalten lassen! Ja, also geht's ja vom Bremsweg erst gar nicht mehr aus. Oder. Und Loading Screen. Hast die Musik eigentlich so weit im Hintergrund oder soll ich mal was anderes abspielen? Ich weiß, ich bin ein bisschen leichter. Und die Lok ist ein bisschen overpowered, was das Bremsen betrifft. So, ist er jetzt gut gelaunt oder nicht gut gelaunt? Ich bin der Einzige, Gott sei Dank.
Also ein kleiner Halt kommt jetzt hier noch, bevor wir dann den Termin einfahren. Oder war schon die Tafel auf der Gegenseite. Kann nicht mehr weit sein. Da ist unsere Tafel. Da vorne. Oh ja, Doppeltaktion wäre noch was. Wobei, wie reagiert denn eigentlich TD2 drauf, wenn zwei Spieler sich mit jeweils einer SM42 gegenseitig ankoppeln? Was, das Spiel ist überhaupt zu? Schade. Das wäre natürlich schon noch cool. Wenn das gehen würde. Nachschieben, das geht. Okay. Also nur innerhalb der Szenerie oder auch in die nächste? Bisschen ups. So, 31 fahren wir hier ab. So, und tschüss. So, 3:40 Ankunft. Gar nicht mehr so schnell mit der Verspätung. Warum machen Leute so einen Usernamen? 6102345. Wieso? Also ich habe auch schon Leute gesehen, die mit der Blockbezeichnung unterwegs gewesen sind, aber das ist total doof. Macht es bitte nicht. Was mache ich nachher? Wieder Stellwerk oder erstmal nicht?
Ja, doch, ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, eventuell über das Stellwerk zu machen. Komm mal kurz. ja, eventuell Stellwerk, aber ja. Ja, ein bisschen mehr können wir noch machen. I am blind. Nee. Wir machen mal schön nach Vorschrift hier. Ich werde nicht zu schnell gefahren. Von jemandem, der Level 8 macht. Oder ist, besser gesagt. Was denn jetzt, Sandchen? Und Check bei Jotcheck. Ja, kann ich jetzt nichts dafür. Wusste dich Geduld, bis ich da bin. Bin ja gleich soweit. Bin jetzt Level 5. Also Level 5 Stellwerk oder Level 5 fahren? Stellwerk bin ich noch Level 2. Das habe ich einfach zu selten jetzt gemacht. Also was heißt zu selten? Hier haben wir immer das Glück, dass wenn ich was mache, dann kommt nichts. Ist doch sein letztes Mal, wo ich den Crash hatte. Was ist mit ihm los? Ja, und da ist der Kollege, der gespawnt ist. Also nur falls ihr euch fragt, warum ich eigentlich nur die Lokbremse nutze. A ist irgendwie im Spiel overpowered und B geht wesentlich schneller als die Zugbremse, was auch logisch ist. Ich hab mich ein bisschen cheaten so. Aber sieht ja keiner, außer ihr. So, bleiben wir hier mal stehen. Auch wenn es ein bisschen zu früh ist. Oh, da kommt ein Kollege rein. Müsste der Tsunami sein. Aber mit dem Doppelstock, ja, da hast du recht. Wow, holy shit. Holy shit, das war knapp. Oh, fuck. Ich hab's voll verpeilt, dass er mich auf der linken Seite rauslässt. Das hat mein Mann auf der Strecke abholen müssen, weil der Dulli von mir überladen war. Aber es ist wenigstens ein schönes Manöver. Oh, bitte fahren. Okay, 34 wäre Abfahrt gewesen. Eigentlich. Oh, ein bisschen Express hier. Das wäre dann Termin. Polutni, 37. Also jetzt.
So, gehen wir mal da mal nach oben. Ich glaube, ich werde es aber eventuell so machen, dass ich hier jetzt erstmal die Strecke fertig fahre. Dann werde ich mal kurz den Stream anhalten, sprich Pause machen, das Futtern. Ich habe nämlich gegessen, bis aufs Frühstück. Und dann komme ich wieder. Hopp, mit der Satzsignal ausgefahren und dann den restlichen wieder zurückgezogen. Oh, Dominik, ich wusste gar nicht, dass du streamst. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Etwas länger her. Ah, das ist super hier. Ich weiß nicht, warum das manchmal so klingt, dass es gerade am Verrecken ist. Und die Ankündigung. Was ist denn? Da vorne. Ich glaube, was ich auch mal wieder Lust hätte, wäre mal Stream mit offenem Mikrofon soll heißen. Ich bin dann im Discord, dann kannst du mitlabern. Plus 3. Ja, genau. Also ich würde mir die Leute dann halt schon aussuchen, wen ich da nehme. Weil das ist ja ein Stream, wenn nicht, dass dann wieder Blödsinn gequatscht wird. Eben mein Blödsinn. Aber ja, so grundsätzlich. Ich habe das da damals oft gemacht in Railroads Online. Das habe ich hier ganz am Anfang fast ausschließlich nur gestreamt. Und da waren ja doch immer wieder mal Leute dabei. War immer ganz witzig. So, eigentlich wäre es eine Minute halten. Wir machen eine halbe Minute draus. Oh, tschüss. So, drei. Hobio, 16:48. Dann am deutschen Server. Ja, wenn halt was los ist. Komme ich natürlich gerne auf den Deutschen.
Ticket EB1. Was los? Achso. Überlege. Der Zahlungsname. Jetzt müsste der Funk kommen, dass einer spricht. Ich meine, es hat ja hier den TeamSpeak-Server, wo du damit entsprechen könntest. Ich wollte aber nur lieb laufen. TeamSpeak habe ich schon irgendwie seit 3/4 Jahr nicht mehr angefasst. Ich würde es eher moderner finden, wenn sie das über Discord lösen. Und es soll ja mal irgendwann einmal dieser neue TeamSpeak rauskommen. Das ist dann so ähnlich dann wie Discord aufgebaut ist. Aber da hat man irgendwie lang nichts mehr gehört davon. Bisschen zu schnell. Ja, moin. Und mach's gut. Bis später vielleicht mal. Oh, wir bremsen hier. Schaut, dass wir nicht auf Dieselstrecken unterwegs sind. So. Das war's, bin gleich wieder bei euch. Und da bin ich wieder. Habe ich echt gedacht, unsere Verspätung wird noch viel schlimmer werden. Aber ja, mein Rekord sind immer noch 45 Minuten mitten in der City. Ich bereue es, dass ich das nicht aufgenommen habe. Das war echt ein Spektakel. Ich muss mir das echt mal angewöhnen, auch wenn ich für mich unterwegs bin. Die Sachen aufnehmen. Gerade wenn dann doofe Sachen passieren, dann kann ich die zeigen und dann die Compilation draus machen. Erinnert mich dran, dass ich morgen vor allem ein paar Videos machen muss. Ich gebe nämlich ein paar Bilder, die Videos also für YouTube. Rayworlds Online muss ich machen, Transport FIFA 2 muss ich machen. GD2, gut, das mache ich jetzt mit dem Livestream. Dann würde ich nochmal in TS Classic gern mit der Class 40 oder Class 47 unterwegs sein. Oh, so much to do. Schau mal, sind wir jetzt dann hier erstmal weg? Die Szenerie hier. Mal schauen, Simrail, ein paar Monate noch, definitiv dieses Jahr noch. Ich definitiv zocken. Frag mich dann, ob sie dann wie so ein Training machen oder ein Challenge-System als FDL, dass du da nicht einfach so als purer Anfänger reinkommst, keinen Plan von der Software hast, dann halt den Verkehrschaos machst. Bin gespannt, wie sie das lösen. Ich meine, für Giant Driver 2, das ist schon ganz cool, dass sie das mit diese 400 Kilometer haben. Oder sind es 500? 450, bin ich sicher. Jedenfalls muss ich erstmal fahren. Dass sie hier wie so eine Art Tutorial reinmachen oder so ein Trainingsding, wo du erstmal
so Testsachen bestehen musst, bevor sie dich dann wirklich auf den Multiplayer loslassen. Weil idealerweise nächsten Monat gibt es dann entsprechende Tutorials auf Deutsch von mir dann. Zusammenarbeit mit ein paar anderen. Aber ja, ohne Tutorials sind die meisten heute aufgeschmissen, sofern sie nicht eh vom Fach sind und wissen, was sie da sehen. Der Tomko, moin! Komm mal, hallo. Nicht so schnell. Spielt euch jemand von euch Trade Life? Also ich hab's mal gezogen im Early Access, jetzt ist ja fertig. Ich weiß nicht, mir spricht das Spiel so überhaupt nicht an. Also dachte ich, wäre ganz cool, dass du da halt dein eigenes Unternehmen hast und dann hast du noch die anderen Lokführer, die du da hast. Du kannst natürlich auch selber rumfahren, aber das reine Fahren an sich ist halt so überhaupt nicht realistisch und so casual irgendwie. Das sagt mir gar nicht zu. Oh, Dominik, das trifft's gut. Ist ETS auf Schienen? Ja. Stimmt, den Vergleich habe ich noch gar nicht so gehabt. Das ist gut. Ja. Ich muss das jetzt einfach mal fragen. Du bist aber nicht dezent Need for Speed Fan, oder? Oh shit. Da habe ich jetzt voll die Ankündigung übersehen. Jetzt sei einmal sauber verbremst. Aber Hauptsache, wir sind da. Oh, das ist peinlich. Kann ich auch so stehen bleiben. Wo wir ja. Na, warte mal auf die volle Minute. Was? Die gucken, dass du die Sachen von A nach B bringst. Das andere ist egal, wie zum Beispiel Loks und so. Okay. So, tschüss, hat keiner gesehen. Das Stellwerk muss hier irgendwo in der Nähe sein. Hier sägt der nächste Halt. Halt, Abstellung hier. Ich habe wieder letztens Videos gesehen, wo sie mit einer Dieseldraisine in Polen auf einer aufgelassenen Strecke unter gewesen sind. Das schaue ich mir nur so gern an. Wenn du die alten Trassen so hast und die teilweise alten Signale und Weichen und haben so Bahnhöfe, was also da ist. Mag ich voll, sowas Places tun. In dem Fall halt auf der Schiene.
Und das eine habe ich auch, wo du Strecken bauen musst und dann Flug fährst. Also mein Railroads Online. Das ist eigentlich so mein Kernspiel. Da habe ich sicherlich 400 Stunden drin und auf YouTube, glaube ich, sind es jetzt irgendwo ganz 65 Folgen. Für das Spiel, da geht es jetzt wieder weiter und ich bin jetzt wirklich am Überlegen, wo ich da die zweite Staffel mache. Also die erste Folge von der zweiten Staffel ist ja jetzt heute rauskommen. Die zweite kommt noch und dann lasse ich abstimmen, ob ich es weitermache. Aber das wird dann ein Multiplayer Spaß machen, wenn ich erstmal die Strecke wieder aufgebaut habe. Aber das neue Planes Update, dass man das jetzt wirklich effektiv nutzen kann, das ist schon nice. Und es baut sich jetzt wesentlich geiler als mit dem alten System. Nur ein bisschen doof, dass jetzt de facto wieder kein Mod-Support hat, weil die ganzen Modder aufgehört haben, hier den Mods zu aktualisieren. Aus Gründen, die ich aber auch schon beleuchtet habe. Vergessen hier wieder Fahrposition zurückgehen. Das ist die eine Sache, was ich am Train Driver 2 ein bisschen nervig finde, das Füllgeräusch so ewig lang noch nachgeht, egal wie lang der Zug ist. Nächste Halt. Hier ist Sek. Das muss größeres sein, oder? Das hat noch einen Vorteil, wenn man jetzt hier die Lochbremse nutzt. Da habe ich das Problem mit diesem Nachfüllgeräusch nicht. Gott sei Dank. Aber hey, wir haben wenigstens einen Multiplayer, ja, das stimmt. Also grundsätzlich, ich meine, das ist Kritik auf ganz hohem Niveau. Ich meine, das ist ein Open-Source-Community-Projekt, das ist kostenlos und für das kriegt man unglaublich viel. Das müssen andere Simulatoren erstmal nachmachen, also sind wir froh von dem, was wir da haben. Für mich war das echt eine Überraschung, dass ich das so gefunden habe. Echt riesiger Fan. Aber ich zeige euch später mal kurz einen anderen Stellwerksim. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich mal in Realität kommt, dass es dann wirklich ein effektives Spiel wird. Aber das zeige ich euch, wenn wir ankommen sind. Halt. Oh, komm, Spiel. Lass mich ein bisschen weiter in die Ferne gucken. Ich würde ich voll super finden. Hier? Ja, hier. Oder 58.
Da sind wir eigentlich noch ganz gut in der Zeit reingefahren. Biersack. Ob man auf 59? Hey, plus 2 Minuten. Das, obwohl wir es am Anfang so Chaos gehabt haben. Cool. So, Abfahrt. Letzter Halt. Parallel kann ich mal kurz nach dem anderen Schellberg sehen gucken. Muss mal im Verlauf reingehen. Das geht jetzt bestimmt nicht schief. Parallel da auf YouTube was suchen und Zug fahren. Ah shit, wo ist denn das Video? Ich hab's gerade vor kurzem gehabt. Ach da. Gott, ich tue mal ran meine Favoriten für später. Schon ein bisschen stolz, wenn ich jetzt so eine Minute Verspätung habe. Was als Chaos wäre dann wahrscheinlich gewesen. Eigentlich habe ich sage ich das mit dem Stellwerk und da fahren wir vielleicht doch noch mal mit der City Pod im Anschluss. Dann mache ich mal die Pause. Der Zug wird mich jetzt auch reizen, aber der Zug hat irgendwie so ein bisschen eine ganz große Chance dazu, extremst verspätet zu sein. Ich hab's wieder vergessen. Ich bin wieder auf die Fahrposition. Wir enden. Zumindest für den Service. Gut. So, notentechnisch würde ich sagen, war das Fahren jetzt eine 3 Minus. Geht besser. Aber ich habe es auch schon schlimmer gemacht.
Andererseits, wenn man den einen Bahnübergang nimmt, wo ich drüber gerade bin, der offen war, dann wäre es durchgefallen. So, da wären wir da. Endlich. Was ist ein netter kleiner Bahnhof hier. Was haben wir denn hier? Ach, die zwei. Ganz am Anfang dachte ich, das wären Spielelokomotiven. Dabei ist das hier nur statisch. Man könnte aber dran kuppeln. Hey, das wär's doch. Hier spawnen und dann die... Hey, das wäre doch mal die Idee. Hier spawnen und die zwei Loks mitnehmen. Oh, wie cool wäre das denn? Muss man den Namen von ihr merken. Ach, ich mache mir einfach einen Screenshot dann später. Und ein alter Wasserturm. Okay, dann wollen wir immer das Gleis nicht blockieren. Sondern wir hier kurz Hauptmenü. Aber das machen wir noch. Dass wir uns mal die zwei Loks da schnappen und dann irgendwie so eine Leerfahrt machen. Ey, was meinst du, was das für ein Hingucker wäre, wenn dann drei so SM42 unterwegs sind? Das wär's. So. Aber minimale Pause muss ich jetzt kurz machen, bevor ich euch den anderen Stellwerk-Sim zeige. Der ist hammergeil. Und währenddessen gibt's erstmal Musik. Bis gleich. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.